Was geht ab, Freunde der Nacht, und herzlich willkommen zu einer weiteren fetten Folge von Rise of the Tomb Raider. Wir sind aus der Exorzismuskammer, Höhle, Grab, wie auch immer, geflogen. Und sind wieder hier zurück in Kitesh, die verlorene Stadt. Wo wir jetzt auch direkt mal loslegen weiter. Ich weiß selber noch nicht, wo die letzte Glocke ist, aber... Das macht ja nichts, weil da hinten ist auf jeden Fall noch ein... Na, wo war es? Ich glaube, hier rechts ist auf jeden Fall noch ein Lagerfeuer. Welches wir da oben... Ne, noch ein bisschen weiter. Das sieht man gar nicht von hier. Sehr gut. Das gibt Hoffnung, dass wir auch die letzte Glocke finden. So, wir müssen da hoch. Dürfte kein Problem für unsere sportliche Frau sein. Vielen lieben Dank auf jeden Fall fürs Zuschalten, Support des, denn ich denke mal, bald kommt das Riesenfinale. Ich glaube nicht mehr, dass es noch so weit geht. Zumal hier auch ein Lager ist. Wir machen nur mal kurz einen Stopp, damit der, falls er das nicht automatisch speichert. Ich weiß es nicht, ich will das Risiko auch gar nicht eingehen. Schau mal, was wir jetzt zu erledigen haben. Einige Gebäude sind zerstört. Der Kampf hat seinen Tribut gefordert. Aber der Großteil der Stadt ist noch intakt. Okay. Schauen wir mal. Ist auf jeden Fall ein guter Loot wieder. Ah, hier können wir unser Russisch. Dieses Wandbild gedenkt der Toten der Schlacht und all jener, die danach an Krankheit und Hunger starben. Verbessern. So. Oh, griechisch sogar. So. Das ist, hier ist noch was, was wir öffnen können, oder? Musst du es sprengen? Okay. Feuerfall? Nein. Oh, da muss ich aufpassen. Ich habe ja jetzt griechische Feuer. Gut, dann gehen wir mal weiter. Panzerbrechende Pfeile. Ich glaube, das hätte ich bei dem... Überleben Sie den Hinterhalt? Okay. Kann ich hier... Oh, wow, 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 wow. Oh shit. Okay. Oh shit, oh shit. Wow. Holy moly. Lara, Lara. Ai, 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 ai. Wow. Ey, was ist das denn für ein Mist? Gut, ja, ja. Quatsch schon mal. Oh, shit. Oh, Scheiße. Oh.
Gift ist also auch gut gegen die. Ach, die wollen mich doch hier verarschen. Ja, klar. Logisch. Scheiße. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Kurzer Konzentrationsmodus hier. Fast geschafft. Die Kammer der Seelen liegt hinter diesem Tor. Ich brauche nur ein weiteres Katapult. Oh. Okay. Okay. Okay, okay. So, erstmal sammeln. Wir brauchen Loot. Aber warum steht denn da 20? Ach, okay. Ich glaube, wir haben einfach gar keine Patronen mehr. Blöde Dose. Gibt mir Hoffnung, dass es Pump Action Muni ist. Diese blöde Stelle da eben. Egal. Wir haben es ja hinbekommen. Haben jetzt wieder 16 Schuss. Ist auch nicht schlecht. Liegt hier noch was? Ne, hier liegt nichts mehr. Ich weiß, da kann ich Kobel-Action machen, aber ich will mich nochmal hier ein bisschen umschauen. Öffnen wir das Türchen, würde ich mal sagen. Du hast nicht viel Zeit, Lara. Du musst die Quelle vor ihnen erreichen. Ihr könnt nichts mehr tun. Bringt euch in Sicherheit. Keine Chance. Du brauchst uns ebenso sehr wie wir dich. Wir überleben gemeinsam oder sterben allein. Geh jetzt. So. Okay. Lara, sonst bist du doch so gesprächig. Was hat mir das jetzt gebracht? Da hinten ist ein Katapult auf jeden Fall.
Okay. Mist. Das Holz muss völlig durchnässt sein. Da brauche ich etwas sehr viel Heißeres. Ja, das haben wir jetzt auch verstanden. Ach du heilige Makrele. Oh, Lava. Ich bin gerade ein bisschen gefesselt von der Story. So, zum Schluss gibt es noch mal Gas auf jeden Fall. Ich will noch mal was bei den Waffen gucken. Gut, okay. Ach, Pilze brauche ich dafür. Scheiße. Feuer allerdings können wir noch erstellen. Yep. Oh, war ja klar, ne? War ja sowas von klar. Ach hey, viermal gestorben. Und jetzt in so einer komischen Kack-Piss-Stelle. Zweimal allein schon in diesem Track. Dafür habt ihr euch 10 Minuten mehr verdient. Was denn hier oben noch? Okay, okay, ich gehe wieder zurück, ist ja gut. So. Aber ich war doch eben woanders. Oder jetzt werden die ganz Banane, du. Immerhin eine Kiste gefunden, die ich vorher nicht gesehen habe. In der Tasche ist ein Stück Feuerstein. Er dient dazu, ein Feuer zu entzünden. Der mongolische Soldat musste autark sein. Aha. Aha. Liebe Leute. Wie die das überlebt hat, das fragen wir uns alle. Oh, sehr gut.
Okay. Ja. Ich weiß zwar nicht, was mir da gerade angezeigt wurde. Ich dummer Vollhorst. Aber naja. Kein Kommentar dazu. Hoch, 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 komm. Wir müssen uns jetzt beeilen. Wir haben kostbare Zeit verplempert. Was wird mir denn da angezeigt, bitte? Was soll denn hier hinten sein? Das Ziel ist vor mir. Oh. So. Was hat sich hier bewegt? Oh, Feuer. Sehr schön. Und da, leider nur Gift geht nicht. Ich muss nach oben auf den Turm. Ja, immer locker. Immer locker. Das Gewicht könnte gehen. Ah, Moment. Ich suche noch eine Glocke. Ich muss es irgendwie zerschlagen. Bist du ruhig jetzt? Glocke, mach mal Ding-Dong. Die könnte ja nur noch da sein. Ja, wie ich das Ding öffne, weiß ich auch. Hier. Klick. Oder weiß ich das doch nicht? Na. Was? So. So mal rum. Boah, ich hab schon gedacht, ich schaff's nicht. So. Was ich aber jetzt auch noch suche, ist dieses eine Feuerchen, was ich noch entzünden muss. Das müsste auch hier sein. Da ist es. Okay. Hier? Nein. Andererseits natürlich. Kein Problem. Sie ist schnell genug und hat Geduld mit mir. So.
kreisen wir uns den Arm wund. Ach, da, ah. Okay, okay. Okay, wir haben's. Komm. War mir nicht schwach. So. Dölle. Da ist das Hindernis. Eine weitere Glocke sehe ich nicht. Ne, so war es eigentlich nicht gedacht. Die Drehung des Katapults sollte ausreichen, um das Seil zu bewegen. Natürlich. Was hat sie gemacht? Das war ein komischer Move, der war. So. Hat geklappt. Jetzt kümmere ich mich um das Tor. Nein, noch nicht ganz. Ja, so war es auch nicht ganz gedacht. War da jetzt die Glocke oder nicht? Hör auf! Wenn denn so? Nö. Okay, hätte ja sein können. Kurbeln, kurbeln und kurbeln. Musste das jetzt hier hin? Das Tor? Zu kurz. Ach, da rechts daneben ist noch was. So. Hier machen wir aber den Cut, würde ich sagen. Behalten wir die Spannung noch ein bisschen. Vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr zugeschaltet habt. Supportet das Projekt weiterhin. Das wäre echt nice von euch. Haut rein. Ciao.